Ich bin Miriam, ich bin aus Hamburg und ich arbeite für Watch Them at Alarmphone. Und aber ich habe auch, also arbeite auch für eine Stiftung, wo wir ganz viele von diesen ganzen Willkommensinitiativen und aber auch Selbstorganisierung schon lange unterstützen. Insofern bin ich eine, die dieses Thema schon jahrelang bewegt. Und für mich war das wirklich, das hört sich immer so ein bisschen pathetisch an, aber dieses letzte Jahr war eine historische Situation und mit ganz viel positiven Entwicklungen. Und deswegen kommen wir ja auch zusammen, weil wir gegenseitig uns austauschen wollen, weil wir vermitteln wollen, was wir eigentlich tun, weil wir das sichtbar machen wollen. Aber auch, weil es nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa, muss man sagen, dieses extreme Rollback gibt, sowohl was die rechtliche Situation für Flüchtende angeht, als auch was die Humanität einfach angeht. Also diese Menschenfeindlichkeit, die so einfach wieder entsteht, das finde ich extrem erschreckend. Und was ich mir hier erwünsche oder auch erhoffe, ist tatsächlich so eine Stärkung von und eine Sichtbarmachung nach außen, aber auch gleichermaßen nach innen, einfach zu hören, wie geht's euch, was macht ihr, was sind eure Erfahrungen? Und eben nicht nur unter uns, sage ich jetzt mal, doch deutschen oder biodeutschen Unterstützerinnen, sondern einfach auch mit den ganzen, die hier sind, die angekommen sind, die sich auch engagieren, die teilweise sich engagieren seit ein paar Monaten und teilweise aber auch schon seit 10 Jahren. Und ich fand es bis jetzt auch, war schon gut, dass immer so Spirit, sag ich mal, und ganz viele Anregungen, aber ich finde auch, es gibt auch viel, was wir wuppen müssen. Insofern ist es einerseits Herausforderung und aber auch so ein bisschen Empowerment. Ich war auf diesem einen Panel, wo es eigentlich darum ging, was für Prozesse das Ankommen ermöglichen, auch selbstorganisiert von Migrantinnen und wie wir uns zusammen organisieren können und was für Praxen eigentlich sozusagen schon ganz entstehen oder auch schon da sind, die es ermöglicht machen, diese neue Gesellschaft, die eigentlich entstehen muss oder die auch schon im Entstehen ist, die zu ermöglichen, damit es funktioniert und nicht irgendwie die ganzen negativen Visionen, die einige immer an die Wand malen, eintreten. Und das war, ist auch klar, dass auf dem einen Panel, wo ich war, gab es auch Konflikte, wo die einen mehr stark gemacht haben, wir, die Selbstorganisierten, brauchen sozusagen unseren Raum und wir werden an die Wand gedrückt, wir werden missbraucht oder benutzt von den anderen oder paternalisiert und andere, die gesagt haben, nee, wir reißen uns hier für euch den Arsch auf. Das ist ein Thema, was mich beschäftigt, weil ich das auch schon lange kenne. Und jetzt eben haben wir hier ja um Perspektiven gerungen oder auch nicht nur gerungen, sondern versucht, Ideen zu spinnen. Und das ist natürlich total wichtig, aber ich glaube, wir werden so ein bisschen wie die Sozialforumsbewegung auch. Wir werden eine Bewegung der Bewegung bleiben und müssen da nur gucken, wie wir strategisch gute Punkte setzen, damit wir das auch in politisches Handeln auch oder auch auf politischen Druck nach oben umsetzen können. Was ganz deutlich geworden ist, besonders aus Sicht der Migrantin oder aus ihrer Perspektive, ist, dass dieses bürokratisierte Lagersystem, was Leute ewig zwingt, untätig und entmündigt, in einem Camp zu sitzen, wo sie nichts machen können, dass das absolut abgeschafft gehört und dass wir alle dafür sorgen müssen, dass es das nicht mehr länger gibt. Dann, was mich natürlich, weil das meine Arbeit ist, besonders bewegt, ist das Sterben im Mittelmeer an den Außengrenzen. Das muss aufhören. Und das haben wir hier jetzt noch gar nicht so thematisiert. Was ich absolut finde, ist, dass wir als Europa auch zusammen agieren müssen. Das ist nicht nur eine deutsche Frage, sondern das ist eine, die uns alle betrifft. Und da gibt es hier auch ganz viele Ansätze, die ja auch zum Teil in den Workshops sichtbar wurden, aber ich konnte jetzt gar nicht alle besuchen. Ja. Vielleicht könntest du noch das dazu sagen, und zwar haben wir ja so ein bisschen gehofft, dass sich so ein Wir hier konstituiert. Mhm. Wer ist eigentlich hier und gibt es jetzt ein Wir heute am Samstagabend? Oder? Also wenn ich das sehe, ich bin sehr situationistisch da. Ich finde auf jeden Fall, für mich gibt es jetzt ein Wir. Und das heißt nicht, dass ich mit allem und jedem an jedem Punkt übereinstimme. Das wäre auch utopisch und auch vielleicht gar nicht das Ziel. Aber dass hier alle und auch viele mit richtig großem Einsatz dafür für eine lebenswerte Gesellschaft von globalen Menschenbürgern eintreten, sage ich jetzt mal, das ist mir sehr sichtbar geworden. Und das ist eigentlich dieses Wir. Ein humanistisches, politisches Wir, was möchte, dass diese Welt erstens, dass da globale Gerechtigkeit herrscht. Und solange das nicht so ist, ist es sowieso völlig selbstverständlich, dass man die Menschen nicht einfach wieder rausschmeißen kann. Und ganz insgesamt finde ich auch dieses Wir zu sagen, was nicht über Nationalitäten geformt wird, sondern über ein demokratisches Zusammenleben, das ist das, was ich hier auf jeden Fall gesehen habe.